Beim Essen geht es um Geschmack. Beim Essen geht es auch um Optik. Also wir bemühen uns, unsere Speisen so lecker und so schön, sag ich mal, zuzubereiten, wie es halt möglich ist. Und man fühlt sich einfach nach dem Essen einfach gut. Ne? Man ist in der Mittagspause nach dem Beefburger immer noch, sag ich mal, man ist satt, aber man ist energetisiert. Also das zieht einen nicht so runter. Und das höre ich auch sehr oft von den Leuten, dass sie danach sich gut fühlen und ja, dann die Arbeit weitermachen können, weil die pflanzliche Ernährung halt nicht so schwer im Magen liegt. Und der Energielevel bleibt oben. Ne? Und das ist auch ein Grund, warum die Leute hier essen sollten und generell pflanzliche Ernährung auf jeden Fall auf ihren Speiseplan haben sollten. Das Bibo-Team besteht aus Camille und seinen Eltern. Ich glaube, das ist das, was die Sache sehr besonders macht. Also es ist ein Familienunternehmen, wo sehr viel Leidenschaft und Herzblut hintersteckt. Bibo ist halt die Abkürzung für Bio-Bude. Ne? Ursprünglich war die Bibo komplett ökologisch. Aufgrund der Preisgestaltung, da wir hier auf dem Bonner Wochenmarkt stehen, in der Nähe ist auch die Universität, viele Studenten kommen bei uns essen, haben wir uns entschieden, die Sachen auch in Nicht-Bio anzubieten, um den Preis, sag ich mal, günstig zu halten. Dass auch wirklich jeder bereit ist, veganes Essen zu kaufen und zu probieren. Und die Preise schrecken hier gar keinen ab. Das war mir ganz wichtig, dass die Preise ähnlich sind wie bei einem konventionellen Imbiss. Auch unser Aufkommen ist ja sehr konventionell, also ganz einfach. Man sieht so auf den ersten Blick nicht, dass wir einen veganen Imbiss sind. Und das war mir auch wichtig, dass die Leute gar keinen Unterschied merken, dass wenn sie hier bestellen, dass sie am besten gar nicht merken, dass sie veganes Essen hier essen. Ich habe mir den Gyros Wrap bestellt. Ich habe hier so ziemlich alles durchprobiert. Das ist einfach ein Laden, den es lohnt zu unterstützen. Und beste vegane Fastfood einfach in Bonn. Ich liebe es. Die Resonanz ist sehr, sehr positiv. Die Leute, die das erste Mal hier probieren, sind sehr begeistert, dass auch veganes Gyros so schmecken kann wie dieses konventionelle Gyros. Und es sind im Endeffekt die Gewürze und die Kräuter und die Aromen. Ja, natürliche Aromen. Wir benutzen gar keine Geschmacksverstärker oder sonstiges. Das ist uns ganz wichtig hier. Mega geil. Also ich bin gerade jetzt nach Bonn gezogen, jemand hat mir das empfohlen. Boah, Hammer, voll cool. Jetzt komme ich einfach voll oft hier hin, weil ich endlich was Veganes auch einfach so holen kann. Voll gut. Also es schmeckt auch echt lecker. Wir betreiben jetzt seit 5 Jahren hier auf dem Bonner Wochenmarkt unseren veganen Imbiss-Anhänger. Die Nachfrage wächst jedes Jahr. Das merken wir ganz verstärkt, besonders nach jeder Fleischskandalgeschichte. Es spricht einfach alles für eine pflanzliche Ernährung. Es ist kein Verzicht, im Gegenteil, es ist eine Bereicherung auf ganz vielen Ebenen. Geschmacklich, kulinarisch, gesundheitlich und natürlich auch umwelttechnisch. Und darum machen wir das auch weiterhin. Also es ist einfach aus Überzeugung. Und jeden Morgen, wenn ich aufstehe, bin ich dankbar und freue mich auf den Tag. Und ja, mittlerweile etabliert und ja, jeden Tag mit Freude an der Sache.